Zuerst, da ist der Älteste mit dem Melonenkopf, der mit der großen Nase, der nicht mehr weiß, wie man seinen Namen schreibt, der immer säuft, der immer gesoffen hat und er hält sich für den Größten, den man morgens schlafend in der Kirche fand, starr wie eine Leiche und blass wie die Messe. Und er stottert und seine Augen starren ins Leere. Ich muss Ihnen sagen, mein Herr, bei diesen Leuten, da spricht man nicht. Da spricht man nicht, mein Herr. Da betet man. Und dann der mit dem Karottenkopf, der ist schlecht wie die Pest, der sein Hemd an Arme verschenkt und damit nicht genug, der kleine Geschäfte macht mit seinem kleinen Hut, mit seinem kleinen Mantel, mit seinem kleinen Auto, der groß sein möchte, aber der nicht kann. Ich muss Ihnen sagen, mein Herr, bei diesen Leuten, da spricht man nicht. Da spricht man nicht, mein Herr. Da schummelt man. Und dann sind da die anderen. Die Mutter, die nichts sagt, die mit der Apostelfratze. Da ist an einem hölzernen Rahmen der väterliche Schnurrbart, der beim Stolpern starb. Und er schaut auf seine Herde, die kalte Suppe schlürft. Und das macht... Und das macht... Und da ist die Alte, die nicht aufhört zu zittern. Und man wartet nur, dass sie krepiert, weil sie ja die Kohle hat. Und man hört nicht, was ihre armen Hände erzählen. Ich muss Ihnen sagen, mein Herr, bei diesen Leuten, da spricht man nicht, mein Herr. Da spricht man nicht. Da zählt man. Und dann, da ist Frieda, schön wie die Sonne, die mich genauso liebt, wie ich Frieda liebe. Und wir sagen uns oft, dass wir reich sein werden. Und es wird schön sein. Die anderen sagen, du bist zu schön für mich. Ich wäre gerade gut genug, um Katzen zu töten. Ich habe nie Katzen getötet. Oder ich habe es vergessen. Oder ich habe es vergessen. Manchmal, wenn wir uns durch Zufall treffen, mit Tränen im Gesicht, dann sagt sie mir, ich folge dir. Und dann für einen Moment, für einen Augenblick, da glaube ich ihr, mein Herr, da glaube ich ihr. Bei diesen Leuten, da geht man nicht, mein Herr, da geht man nicht. Da wartet man. Thank you.